Jetzt habe ich mich auf das Teil hier gesetzt. Okay, läuft bei mir. Da habe ich ganz schön viel gegessen. Ne, Bella? Guten Morgen. Ich nehme euch wieder eine Runde mit in diesem Video. Ich muss auch meine Haare machen. Ich habe mich jetzt hier nur gerade mal soweit geduscht und angezogen und wollte die Begrüßung hier starten, denn wir sind jetzt eigentlich auf dem Sprung. Wir fahren zum Grab meiner Schwiegereltern. Genau, das ist unser Ritual Anfang November. Wir müssen da sehr, sehr weit hinfahren, aber wie gesagt, ich wollte euch hier begrüßen. Hier hat sich auch schon einiges getan und zwar ist unser Tischkicker verschwunden. Yay, endlich verschwindet der Tischkicker von hier. Jetzt Achtung, wenn er weg ist, dann heißt es, Mama, wir wollen gern Tischkicker spielen. ja, dann müsst ihr runter in den Keller. Endlich, yay, dafür steht da jetzt ein Bügelbrett. Ich habe nämlich gestern Abend noch gebügelt und der Bollerwagen. Und hier ist auch Post angekommen. Das Kleidchen für das Event am Wochenende und auf dem Boden liegt eben ganz, ganz viel. Das sind die ganzen Sachen, die eben auf dem Tischkicker waren. Das muss ich alles noch sortieren. Und hier sind auch zwei Paketchen angekommen. Einmal von meiner Freundin Tara. Ihre Kollektion ist herausgekommen. Und es ist so, so schön. Ihr habt es mit Sicherheit schon im DM entdeckt. Das riecht so gut, original, als würde die Tara neben mir stehen. Und hier ist ein Adventskalender noch angekommen. Und ganz viele andere Sachen, die würde ich euch heute auch noch zeigen. Und hier ist echt volles Chaos. Außerdem hat sich einiges im Kinderzimmer getan. Und da wollte ich euch noch ganz kurz was zeigen, bevor ich jetzt meine Haare mache und wir losfahren. Hier herrscht noch Chaos, aber das ist auch nicht schlimm. Nach und nach wird alles hier gemacht. Leider brauche ich da ein bisschen Hilfe und mein Mann, der ist ja beruflich sehr eingespannt, aber ist nicht schlimm. So, wie gesagt, nach und nach. Deshalb steht hier auch ein Karton und ich habe jetzt hier schon ganz, ganz viel gewaschen. Nicht wundern, wenn ihr hellblaue Sachen seht. Die sind noch von meinen Jungs und das wollte ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Und zwar hatte ich euch ja diese Kleiderbügel hier gezeigt. Die hatte ich bestellt bei Amazon und ich habe da einfach so Sterne drauf geklebt. Und irgendwie fanden das ganz, ganz viele auf Instagram ganz, ganz toll. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige es euch auch nochmal hier im Video. Ich kann euch das gerne mal unten verlinken. Ich wollte die halt einfach nicht so lassen. Und ich wollte auch auf gar keinen Fall welche aus Plastik. Und deshalb habe ich die eben aus Holz bestellt und habe die Sterne dran geklebt. Genau. Ja, und ansonsten ist hier auch schon unsere Wippe angekommen und der Teppich. Das hat mein Mann zusammengebaut und ja, das finde ich total schön. Da haben viele gesagt, dass das sehr gewagt ist, weil es weiß ist, aber ich habe ja eine Waschmaschine, ne? Und außerdem kommt da noch so ein kleines Mulltuch drauf und dann passt es. Ja, und außerdem wollte ich euch noch erzählen, dass Miffy die zweite angekommen ist. Wir können mal kurz rübergehen. Da steht sie. Und da waren auch ganz, ganz viele froh. Jetzt habe ich mich auf das Teil hier gesetzt. Okay, läuft bei mir. Genau, und zwar haben wir die günstige Variante bestellt, weil mich das so geärgert hat. Ne? Ich hatte ja 140 Euro für Miffy ausgegeben und dann haben wir die für 100 Euro entdeckt, eben auch bei Amazon. Aber ich habe die miteinander verglichen und ganz, ganz ehrlich, ich werde auf jeden Fall die teure Variante behalten, weil man definitiv einen Unterschied erkennen kann. Nicht nur wegen der Fernbedienung, also das ist halt die von der teuren. Da kann man alles schön einstellen, regulieren, dimmen und so weiter. Und bei dem hier müsste man immer aufstehen und quasi das verstellen. Das ist eben hier die teure Variante. Und man sieht auch definitiv am Material den Unterschied. Also wenn die leuchtet, die hat so ganz, ganz komisches Material. Die verschwindet nämlich dann jetzt auch gleich wieder runter. Wir müssen die noch einpacken und wegschicken. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Meine Männer stehen nämlich, glaube ich, schon unten und warten auf mich. Oh je. Handy, Lipgloss. Und ich habe noch nicht meine Haare gemacht. Egal, mache ich dann im Auto. Meine Tasche. Jetzt aber schnell. Heute erfülle ich mal jedes Klischee. Ich habe so Hunger und die stressen mich voll. Das darf man eigentlich gar niemandem zeigen, ne, dass ich das jetzt mitnehme und im Auto ein bisschen was esse. Ich hätte auch einen Riegel mitgenommen, was Süßes, aber ich darf ja nichts Süßes. Der Max veräppelt nicht nur mich, der veräppelt auch den Hund.
Na, Max. Jetzt habe ich euch gar nicht mehr von Miffy erzählt zu Hause. Sorry, aber meine Männer haben voll gestresst. Ne? Ihr habt es gesehen, ich habe ja sogar ein bisschen was im Auto gegessen. Aber auch nur, weil ja, ich jetzt mal so ein bisschen Gelüste hatte. Das mal wegen dem Licht. Das ist gerade echt total doof, ne? Kannst du mal mein Stativ sein, Max? Muss das jetzt sein? Ja, ich bin halt recht dunkel. Ach, und übrigens, heute vor 12 Jahren war der errechnete Geburtstermin vom Lissandro. Genau, und wann kam er dann zur Welt? 2 Tage später. So, wir sind angekommen. Meine Haare sehen immer noch schrecklich aus. Ich wollte euch noch ganz kurz was wegen Miffy erzählen. Weil ich vorhin dann Schluss machen musste. Ja, Bella! Boah, das ist gerade eingesprungen. Nicht dein Ernst! Dein Ernst? Wir müssen uns gerade kaputt lachen, der Max und ich. Da vorne ist nämlich ein Lama. Okay. Also die Hälfte von der Geschichte. Ja, ich darf es nicht erzählen. Schaut mal bitte, wie ich rumlaufe. Ist ja nicht mein Ernst, oder? Max, machst du mir mal bitte meine Schuhe zu, Schatz? Nicht schön, Max. Nicht schön. So, wir sind angekommen. Wir gehen jetzt da essen. Das ist unser Ritual mit der gesamten Familie. Ich wollte noch ganz kurz was zu Miffy sagen. Ich musste vorhin abbrechen, weil meine Männer voll gestresst haben. Also die günstige Variante, wie gesagt, die ist viel, viel leichter. Die Fernbedienung ist einfach grottig. Es war keine schöne Verpackung mit dabei. Die hat gestunken und so weiter. Und deshalb wird die zurückgeschickt. Ich denke mal, dass das einfach das Imitat war. Also dass wir die Original-Miffy schon zu Hause haben. Wir hatten aber auf Instagram ganz, ganz viele geschrieben, dass sie die auf Wish bestellt haben für 30 Euro. Also falls ihr Miffy für 30 Euro bestellt habt und zufrieden seid, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne mal unten in die Kommentare. Dann freue ich mich natürlich für euch. Ich kann es mir kaum vorstellen, weil wenn die für 100 Euro, also das Imitat, schon so schlecht ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die für 30 Euro okay ist. Aber wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich kann euch das mal in die Highlights abspeichern auf Instagram. Und dann seht ihr meine Review zu der Miffy-Lampe. Ich muss jetzt reingehen, weil ich einfach stressende Männer habe. Wie wäre das denn, wenn ich Mädchen zu Hause hätte? Bis später. Lasst es euch schmecken. Ah, da kommt meins. Yay. Nee, Ente mag ich. Ja. Danke. Oh mein Gott, soll ich das alles essen? Ja. Um Gottes Willen. Das schaffe ich ja nie im Leben. Ich bin total voll gefuttert. Ich habe so viel gegessen. Kleiner Scherz. Na toll. Also, Lissandra? Gleich mal. Gleich mal fotografiert. Auf, wer geht Nuna? Okay, der beste Golfer. Geht's, Luki? So, lecker war's. Und es ist schon wieder dunkel. Meine Haare werden heute auch nicht besser. Wollt ihr euch mal das Lama zeigen? Das ist so lustig. Aber das darf mich nicht anspucken. Seht ihr das? Kommt, wir gehen mal hin. Ah, ich habe Angst. Ah, meine Männer haben jetzt gerade schon wieder Witze gemacht. Hallo. Du darfst mich nicht anspucken, Lama. So geil. Oh, oh. Es kommt. Es kommt nach. Schnell weg. Ich habe Angst. Was gehe ich dann überhaupt hin, ne? Oh, es ist kalt. Hilfe. Auf geht's nach Hause. Wir haben eine lange Fahrt vor uns. Die Jungs haben da jetzt noch ein bisschen gekickt. Es ist so schön hier. Ganz viel für Kinder. Ist richtig toll gemacht. Also, wir fahren heim. Die Männer sitzen schon im Panzerauto. Hallo, hallo. Ja, hallo, Bella. Ja, hallo. Ich komme gerade vom Einkaufen. Ich habe gerade schon einen Teil hochgetragen. Gestern habe ich mich leider nicht mehr bei euch melden können. Wir sind erst super spät nach Hause gekommen und da war es auch schon dunkel. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich führe den Vlog einfach heute weiter. Ja, Bella, was ist denn los? Ha, freust du dich so sehr, dass ich wieder da bin, hä? Ja. Und genau, deshalb machen wir heute einfach weiter. Ich werde jetzt noch einen Kuchen backen für den Lissandro, der hat nämlich morgen Geburtstag, und gemeinsam mit euch kochen. Ansonsten war ich noch beim Juwelier. Ich habe Lissandros Uhr abgeholt, die war bei der Reparatur.
Er hat eine ganz neue jetzt bekommen. Ich hoffe, ihr seht mich überhaupt. Wartet. Geht es so? Die Sonne ballert gerade voll rein. Er hat eine ganz neue bekommen, weil noch Garantie drauf war. Da hat er sich natürlich total doll gefreut. Und ich habe mir auch was gekauft. Und zwar einen Adventskalender für 19,90 Euro. Schaut mal, so sieht er aus. Und zwar ist er von Thomas Sabo. In Kooperation mit Lindt, also da ist jeden Tag eine Schokolade drin, die ich nicht essen darf, aber ich habe mir Folgendes überlegt. Die Schokolade isst mein Mann und ich spekuliere auf die Gutscheine. Am 6. und am 24. sind nämlich Gutscheine enthalten. Mindestens 5 Euro und wenn man Glück hat, könnte es einen Wert von bis zu 1000 Euro haben. Aber ja, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich bin gespannt. Und dann war ich noch bei DM, habe mir einen Augenbrauenstift noch geholt, den ich immer kaufe von L'Oreal, und zwar diesen hier. Ich hoffe, es geht jetzt so vom Licht her, auf jeden Fall diesen hier. 109 Ebony, dann habe ich mir noch was für die Fahrt gekauft. Morgen haben wir ja eine weite Fahrt vor uns, der Max und ich. Walnüsse und diese Teststreifen in der Apotheke habe ich mir noch geholt, wegen dem Zucker. Und ansonsten Unterwäsche. Ich glaube, hier ist es jetzt ein bisschen besser vom Licht, ne? Jedenfalls muss ich mir noch Unterwäsche kaufen für mein Kleid. Ich habe ja ein ganz elegantes Spitzenkleid und ich trage im Moment aber diese Bustiers von Calvin Klein und man sieht quasi die Träger durch, sodass das nicht so ideal ist und deshalb musste ich hier im Ort Unterwäsche kaufen, was leider nicht ganz günstig ist, denn das ist der einzige Laden und ja, wir haben nicht viel Auswahl, in die Großstadt zu fahren, das wäre jetzt Quatsch gewesen wegen Unterwäsche, hätte ich auch mal früher dran denken können, habe ich aber nicht und deshalb musste ich das jetzt auch noch ganz, ganz schnell erledigen. Mein wunderschönes Kleid ist übrigens von Mamarella. Wie gesagt, das ist ein Online-Shop, werdet ihr dann auf jeden Fall noch sehen. Ich nehme euch auf jeden Fall mit der Kamera, weil sich das ganz, ganz viele gewünscht haben. Ja, das ist natürlich auch wichtig, die Geschäfte hier im Ort zu unterstützen. Gar keine Frage, das mache ich natürlich auch wahnsinnig gerne. Ich hätte mir hier auch das Schwangerschaftskleidchen gekauft, aber das bietet dieser Ort dann doch nicht an. Und deshalb online, aber Mamarella hat wunderschöne Sachen, wirklich. Also auch Still-BHs und so weiter, auch für Babys, ganz viele tolle Sachen. Den habe ich entdeckt, den Online-Shop. Und da ist eben mein Kleid her. Das werdet ihr dann morgen sehen. Und ansonsten muss ich mich jetzt total beeilen. Ich koche jetzt, wie gesagt, mit euch eine Runde und dann backen wir. Da hinten steht übrigens auch noch ein Adventskalender, der wurde mir zugeschickt von Thoties. Das ist allerdings ein Beauty-Kalender. Denn Schokolade, wie gesagt, ist ja jetzt erstmal tabu. Hier, weil ich jetzt gerade drauf schaue, liegt noch eine wunderschöne Decke. Die kommt nämlich jetzt dann auch noch ins Kinderzimmer. So langsam nimmt es Formen an und ja, da wollte ich euch ja auch noch ein paar Sachen zeigen. Aber jetzt kochen wir erstmal eine Runde. So, erstmal Jacke ausziehen. Okay, Hände waschen. Ich glaube, mein Mann, der durchschaut mich, ne? Dass ich den nur gekauft habe wegen der Gutscheine. Naja, okay. Also, auf geht's. Hände waschen. War's. Da habe ich ganz schön viel gegessen. Ne, Bella? Kleiner Spaß. Kleiner Spaß, ne, Bella? Ganz kurz zu meinem Outfit. Und zwar ist das Oberteil von Zara. Da fragen mich ganz, ganz viele. Das ist keine Umstandsmode. Das Oberteil habe ich schon etwas länger und ich habe mir gedacht, Mensch, das könnte doch eigentlich noch passen. Und ja, es passt. Und ich finde es eigentlich auch ganz schick. Ihr habt mir dazu auch ganz viel Feedback gegeben auf Instagram. Und ja, deshalb zeige ich es euch nochmal ganz kurz. Hier der Bustier von Calvin Klein, wie gesagt, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das dann eben unter dem Spitzenkleid nicht ganz ideal aussehen wird. Und der Rock ist von ASOS. Den schnalle ich mir einfach bis hier hoch. Und eine blickdichte Strumpfhose. Jawohl. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam runter. Dann zeige ich euch, was noch angekommen ist. So, mach was. Ne, Bella? Kommst du mit, Bella? Kommt sie angetippelt. Na komm. Ja, du darfst mit.
Na komm. Komm, wir gehen runter. Und zwar ist angekommen der Isofix für den Maxi Cosi. Den hatte ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt. Mittlerweile weiß ich auch, wo das Verdeck ist, nämlich hier drinnen. Da hatte ich ja die Verkäuferin gefragt. Ich finde den so, so schick. Ich mag den sehr gerne und freue mich schon auf die erste Fahrt, habe ich euch schon gesagt. Und hier kam noch ein Paketchen an und zwar ist da die Wärmelampe drin, die ich auch benötigt habe fürs Bad. Und zwar sieht die so aus, die ist von Rea, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Jedenfalls ist es eine limitierte Edition. Falls euch das gefällt hier mit den Elefanten, das ist so ein Türkis und ich dachte, das passt super gut zu meinem Badewannen-Teil, was ich mir gekauft habe von Chico. Da gehe ich aber in einem nächsten Video nochmal näher drauf ein, zeige euch das nochmal und wie gesagt, ich habe einfach gedacht, dass die zwei Sachen super gut zusammenpassen, weil das eben auch in so einem Türkis ist. Ich fand es dann total süß mit den Elefanten und deshalb habe ich mich dafür entschieden. Und dann ist noch diese Lampe hier angekommen. Wohlfühllampe nennt die sich, mit Tages- und Stimmungslicht. Hat jetzt für mich in der Schwangerschaft im Winter ideal. Ich werde mich da auch noch weiter mit beschäftigen und sage euch dann noch meine Meinung drüber. Und hier ist noch das Paketchen, da war Miffy drinnen, hatte ich euch ja erzählt. Kam alles nicht so dolle an, ne? Auf jeden Fall nicht wie das Original, aber da bin ich ja auch schon drauf eingegangen. Und also eine ausführliche Review folgt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal gemeinsam hoch und backen den Kuchen für den Lissandro. Na Bella, hilfst du mit? Immer mit am Start bist du, ne? Immer mit am Start. So, meine Lieben, der Kuchen ist im Ofen. Da ist er. Und draußen ist es stockduster, obwohl wir es gerade mal kurz vor 5:30 haben. Ich beende jetzt an dieser Stelle auch mal das Video. Es wird auf jeden Fall noch ein Video zu Lissandros Geburtstag geben. Wir feiern den nämlich eine Woche nach. Wird jetzt auch eine ganz, ganz große Torte geben. Und eine Feier, wie gesagt, nehme ich die Kamera auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder mit. Die Party steigt dann, da ich ja morgen zum Event eingeladen bin. Also ich bin natürlich noch eine Zeit lang da für den Lissandro und wir essen den Kuchen eben und feiern mit der Familie. Aber die Kinderparty sozusagen, die findet dann erst nächste Woche statt. Ja, und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle, da ich jetzt ins Büro muss. Also es passiert nicht mehr allzu viel Interessantes für euch. Und ich hoffe natürlich, dass euch dieser Vlog hier gefallen hat und dass ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!